Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Ihr kennt das, ihr steht gerade so da und knabbert so genüsslich an einer Zitrone. Und dann kommt euch hier so ein Kern entgegen. Und dann denkt ihr euch, was kann ich mit diesem Kern anfangen? Oh, ist die sauer. Und dann kommt ihr auf die Idee, ich werde mir meinen Zitronenbaum selber auspflanzen. Ihr seht, dieser Kern ist sehr klebrig, bleibt hier schön an der Hand kleben, fällt auch nicht runter. Und dann überlegt ihr euch, wie funktioniert das denn mit der Aussaat von Zitrus? Dann seid ihr froh, wenn ihr dieses Video entdeckt habt, denn das ist super easy. Zitronen auszusehen ist in der Regel super einfach. Fast jeder Kern, den ihr in einer Zitrone findet, ist praktisch, zumindest in aller Regel der Fälle, keimfähig. Ihr nehmt einfach eine handelsübliche Zitrusfrucht aus dem Handel und sammelt euch die Kerne auf. Das kann eine Orange sein, es kann eine Clementine sein, es kann eine Kumquat sein, kann eine Pomelo sein, kann egal was sein. Sobald ihr einen Samen habt, der richtig schön prall, rund und knackig ist, den könnt ihr in aller Regel einpflanzen. Das habe ich bei diesen Pflanzen schon gemacht und ihr seht, erfolgreich hat das funktioniert. Wie geht man vor? Das ist an sich auch eine super einfache Sache. 1 bis 2 cm pflanzt man den Kern ein, hält ihn relativ feucht, sprich es darf nicht zu nass sein, dass er fault, und es darf nicht zu trocken sein, dass er selbst austrocknet. Muss also dieses berühmt-berüchtigte Bügelfeucht sein. Die von euch gerne bügeln, wissen, was das bedeutet. Also es sollte nicht trocken sein und sollte nicht nass sein. Dann dauert das Ganze 2 bis 4 Wochen, bis es gekeimt ist. Und dann habt ihr nach vielen, vielen Jahren ein schönes Bäumchen. Das ist jetzt ein gekauftes Bäumchen, ein veredeltes Bäumchen. Und der einzige Knackpunkt bei Zitruspflanzen, die ihr aus dem Samen gezogen habt. Es können wunderschöne Pflanzen werden. Ihr müsst sehr, sehr viel Geduld haben. Es kann 15 Jahre und länger dauern, bis sie das erste Mal blühen. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, einmal, dass sie nach dieser langen Zeit überhaupt blühen und dass, wenn sie eine Blüte haben, dass sie überhaupt Früchte bringen. Also das ist sehr, sehr stark abhängig. Einmal von der Frucht, die ihr genutzt habt, wo der Samen drin war. Könnt ihr aber als Normalsterblicher gar nicht wissen, was das ist für eine Frucht, ob die jetzt eben zu fruchtenden Zitruspflanzen, ob die den Samen für fruchtende Zitruspflanzen enthält oder nicht. Und zum anderen, nach vielen, vielen Jahren habt ihr eine schöne grüne Pflanze, die eventuell mal eine Blüte bringt und das war's dann. Und die aber auch gar keine Früchte bringt. Lohnt sich das Ganze jetzt einfach, Zitrus selber auszusehen? Klar, lohnt sich in der Hinsicht, dass man einfach mal Spaß und Freude daran hat, einen Zitronenbaum wirklich bis zu einer gewissen Größe wachsen zu lassen, vom Samen her, bis das soweit ist. Vom Prinzip, ich habe es euch ja schon erklärt, einfach 1 bis 2 cm ins Substrat hineinpflanzen, dann 2 bis 4 Wochen warten, dann kommt an sich schon der Keimling heraus. Das Schöne bei den Zitruskeimlingen ist, und ich finde, das ist sehr einmalig bei den Pflanzen, die Sämlinge haben ein sehr intensiv süßlich zitroniges Aroma. Wer das einmal gerochen hat, der wird nichts anderes toll finden. Der sagt sich dann, so ein Zitrusbaum, der riecht schon relativ langweilig. Das ist wirklich ein intensiv süßlich zitroniger Duft. Dieser zitronige Duft wird bei der Pflanze bleiben, aber dieses Süßliche geht weg. Das ist nur etwas ganz Typisches für die Sämlinge. Solltet ihr also aus diesem Grund allein schon mal ausprobieren, Zitruspflanzen auszusehen. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Zitronenbaum habt, der Früchte bringt, ist sehr, sehr gering. Ja, und ich werde mich jetzt wieder genüsslich an meine Zitrone wagen. Soll ja gesund sein. Vitamin C. Oh, ist das Vitamin C lastig. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt zur Kulturpflege und zum Vernaschen von Zitrusfrüchten, schreibt das runter in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Lecker.